Ja, hallo und willkommen zu Splatoon 2. Endlich ist es da und wie ihr seht, wir können schon ein bisschen rumwursteln. Ich glaube, ja, wir bleiben dabei. Ja, wir sind ja männlich, nehmen wir ein bisschen vor. Und natürlich unsere Lieblingsfarbe, die da aus dem Logo. Ja. Wie ihr seht, es sind schon ein paar neue Frisuren, also naja gut, die alte Frisur kennt ihr ja, hier Standard 1, ne, aus dem ersten Teil. Die ist neu und, naja, die ist neu. Also, aber ich finde die hier am besten. Von den Hosen, ja, sind auch zwei neue Modelle, hier Standard 1 aus Splatoon 1 natürlich. Jetzt irgendwie sowas mit, ja, Underwear und... Wie nennt man diese Hosen? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde die cool. Ja klar, alles gut. Nintendo präsentiert Splatoon 2. Genau dasselbe Intro wie auch bei der Splatfest-Demo. Grafiksteuerung. Ach Gott. Ihr merkt, es ist alles Bewegungssteuerung. Und warum drehst du dich weg? So, müssen wir ein bisschen nachhelfen hier. Nun gut, gucken wir mal. Wir laufen hier jetzt erstmal das Tutorial ab, das soll ja so ein bisschen erklären. Für die, die auch das am Splatfest teilgenommen haben, die kennen's, die haben es nämlich schon einmal hinter sich gehabt. Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid. War mit Absicht. Oh, diese Bewegungssteuerung. Nervig. Bin ja mal gespannt. Wir sind ja ein bisschen noch vor dem eigentlichen Release. Aber auch nicht wirklich so weit vor. Theoretisch müsste alles schon im Butter sein. Wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Ich denke mal, wir werden bis auf den Inkopolis-Platz kommen und uns dort ein bisschen umsehen können. Wäre echt cool, wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen Storyline vorgreifen können. Weil das ja noch offline möglich sein sollte. Das andere, die Standard-Matches, die wir natürlich auch später mit euch zusammenzocken werden, mit euch gegen euch sozusagen, die sollten noch nicht möglich sein. Wie gesagt, wir sind noch ein bisschen vor der Zeit. Nintendo sei Dank. Ah, springe ich auch noch in die Pampe hier rein. Gut. Ich bin schon mal sehr gespannt, wen ich alles treffen werde von euch, ob irgendwelche von mir Zuschauer dabei sein wird. Oder ob irgendwelche neuen. Welche Splatfeste vor allem auf uns zukommen werden. Ich bin froh, wenn ich diese Steuerung verstecke. Die ist echt grauenhaft. Tut mir leid, Nintendo, dass ihr seid ja so stolz da auf diese Bewegungssteuerungsgeschichte, aber ich fände es ja nur räudig. Ich kann damit überhaupt nicht lenken. Es gibt ja einige, die meinen, die mögen das hier mit hier, diesem hoch und runter, links, rechts und so. Dankeschön. Nun gut, wir haben das Tutorial jetzt auch endlich durch. Auf nach Inkopolis. Ja, Splatoon 2. Und wie ihr seht, es gibt ein neues, ja, Startbildschirm. Ein wunderschöner. Und hier seht Version 1.1.1.
Ja, dann mal gucken, was hier abgeht. Ja, und da sind wir auch schon wieder auf dem Inkopolisplatz. Es kommt nochmal so ein kleines Dings. Tutorial, was alles erklärt, wo was ist. Ne? Die Lobby, die Einkaufsmeile, wo man einfach alles herbekommt. Ja, die komische Baracke, da werden wir uns natürlich auch nochmal hinbegeben. Aber zu späterer Zeit. Ja, und die Spielerke. Huch. Nun gut. Ach ja, wie gesagt, ich wollte erstmal umstellen. Ach, wir haben nämlich gar nichts. Gut. So, Bewegungssteuerung aus. Gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Och, gleich viel besser. Und es sind auch schon einige Leute hier. Das ist doch schon mal nice. Gut. Wie ihr seht, der Story-Mode wird wahrscheinlich genauso wieder eingeleitet wie beim ersten Teil. Der riesen Elektrowelz ist weg. Und dieses Mal auch Aioli. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, also unglaublich. Okay, man konnte schon ahnen, dass da irgendwas sein muss, weil ja in den ganzen Spots ja immer nur... Wie hieß sie denn? Die Grünhaarige hier. Genau, die da eben abgehauen ist. Ich sag immer dazu Limette, aber ich glaube, das stimmt nicht. Nun gut, wollen wir da rein? Wir gehen da rein. Beste Reaktion ever. Thank you.
Natürlich helfen wir ihr. Oder was meint ihr? Ich finde schon. Ich mag Limone. Auch wenn ich ihren Namen vergessen habe. Ja, also es hat sich nichts geändert wie vorher auch. Und anscheinend gibt es diesmal sogar... Ach, okay, das sollen unterschiedliche so zum Training sein. Okay. Nun gut. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, wo wir hier so sind. Interessant, dieser Ort. Gefällt mir. Was ist das für eine Truhe? Oh, hier ist so ein ganz großer Barcode-Scanner hier. Nun gut. Würde ich mal sagen, probieren wir nochmal das erste Level. Und vor allem, was hat das mit Ayodi auf sich? Und was war das? Was sind das für Ballons? Gelb. So viele davon, das ist ja... Vor allem, wir haben so einen Glitzer in der Tinte, das ist ja noch lustiger. Kommen wir da jetzt so rüber? Ich hoffe immer. Nein, spring nicht weg! Bleib hier! Wie sollen wir den denn jetzt kriegen? Wahrscheinlich setzt er sich gleich wieder zurück. Habe ich recht? Wo ist er denn hin? Ja, hat sich wieder zurückgesetzt. Na toll. Nun gut, aber da ist ja der Weg halt ein bisschen schon mal vorgefärbt. Wenn man das so sagen darf. Wollen wir nur durchschwimmen quasi, durchrasen. Also, wo fangen wir an? Hier. Wollen wir jetzt mal rausfinden, was diese Ballons auf sich zu tun haben. Ob die uns irgendwas geben, einen Bonus. Ich finde das geil, dass da so Glitzer in der Tinte ist. Das ist schon ein bisschen Stil, wenn man so guckt, ne? Als ob es echt der Tinte wäre. Oder als ob irgendwas Besonderes ist. Ach, sieh mal ein. Wir kommen in Octo Canyon, dem schönsten Ort der Welt. Naja, habe ich schon Schöneres gesehen. Vergessen Sie nicht, Souveniraufkleber mitzunehmen. Ja. Das war's. Okay. Hat sich ja irgendwie gelohnt. Wenn man so sieht, gibt's ja noch ein paar mehr. Ja, fail. Nun gut, ich dachte, wir kriegen da vielleicht irgendwie coole neue Waffen oder so. Vielleicht müssen wir eine bestimmte Farbe immer umschießen. Guck mal, da ist zum Beispiel ein anderes Symbol drauf. Den kriege ich auch so nicht. Da ist auch ein anderes Symbol drauf. Okay, die bringen nur diese EPs ein. Diese Kugeln zum Aufwerten. Ach, guck mal, da ist auch Glitzer. Oh, das ist schon richtig geil gemacht. Da hat sich Nintendo mal richtig was Gutes einfallen lassen. Okay, das ist der Boss. Das ist ein Boss-Level. Das ist Glas. Hier habe ich doch irgendwo so eine Kanne gesehen. Oder auch nicht. Ja, irgendwo werden hier schon so diese Teekannen sein. Ach, da. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir mal mit Level 1. Oh ja, dieses tolle Blau. Wie habe ich es vermisst? Splatoon, eines der besten Spiele von Nintendo. Zwar ein Genre, was erst sehr spät entstanden ist, aber... oder dazugefügt wurde. Aber eins, was richtig Bock macht. Ich freue mich auch schon auf die Schlachten mit euch. Beziehungsweise
gegen euch, kann man ja auch schon fast sagen. Ein Tintenfischring. Haben die sich nicht eigentlich weggedreht, weil man einfach nur eine Granate so davor hingeworfen hat? So. Boah, die sind da wirklich hartnäckig hier. Tja. So, machen wir das so. Irgendwo hier noch was Geheimnis. Gut. Ist das eine Cola-Dose? Tatsache. So geil mit dieser Glitzertinte. Das bockt sich richtig. Also für die Leute, die sich noch unentschlossen sind, die unten eine Switch besitzen, holt es euch. Es lohnt sich. Es ist einer der besten Titel, die wahrscheinlich die Switch dieses Jahr rausbringt, neben Zelda. Und ja, ja. Mario Odyssey würde ich noch dazu zählen. Alles andere. Also das, es lohnt sich definitiv. Hier kommen wir noch eine Granate, komm, eine Granate. Schnell. Ballon, ich will den Ballon. Ah, verdammt. Das wäre es, glaube ich, gewesen. Da wäre bestimmt was drin gewesen, was geheim ist. Nun gut. Sind das wieder so Blubberfische? Ja. Er hat wieder einen Ballon, ich will den Ballon. Den Ballon. Okay, den Ballon ist es noch sowas. Eindeutig zu wichtig. Oder wir jetzt wissen, was in den Ballons ist. So, da könnte ein Schlüssel sein oder da. Probieren wir mal beides aus. Okay, die haben keinen gehabt. Hey, wie das hier gerade wieder richtig Bock macht. Das ist richtig geil. Hoffentlich kommt bald. Oh, nein, du bist hier nicht gemeint. Du solltest natürlich nicht kommen, Jüngchen. Hoffentlich geht es auch bald los mit den ganzen Schlachten, Farbschlachten, Revierkämpfe. Das wäre richtig nice. Keine Tinte. Oh, schade, schade, schade. Plopp. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Diese ganzen Revierkämpfe mit den ganzen Waffen und so, die man freischalten kann. Oh, ein Upgrade. Geil. Haben wir so einen Stahlhelm auch, ne? Jo. Und da geht er wieder weg, der Stahl, der gute Stahl. Mächtig EP einheimsen hier. So wenig Tinte. Bin mal gespannt, ob Nintendo auch all das einhält, was in den ganzen Trailern so erzählt wurde. Was war das denn? Neue Itempunkte. Oder wurde jetzt mal erklärt, was sie so rote Punkte zu sein scheinen, zu tun haben. Muss man hier schnell aus dieser Tinte raus. Ja genau, Ioli, dein irrer Plan. Was hast du denn hier bitte geplant? Ach nee, das ist nicht Ioli, das ist Limone, ne? Limette.
soll ich da denn rüberkommen? Ach so, ja, das hätte mir auch auffallen können. Ein Fahrstuhl. Nein, da war... Oh, verdammt. Da war doch was. Natürlich komme ich da nicht mehr wieder zurück. Aber ich denke mal, da wird eine Schriftrolle oder sowas versteckt sein. Gab es im ersten Teil ja auch. So ist die Schriftrolle. Und Zwiebelring. Die man ja sammeln musste. Damit man halt spezielle Waffen oder die Geschichte so ein bisschen freischalten könnte. Ich glaube, das wird hier auch der Fall sein, dass sowas passiert. Oh, Zwiebelring. Nice. So, wir kommen jetzt wieder zurück. Ich glaube, sollten wir hier lang? Manchmal macht der Schaden das halt nicht mehr. Einfach draufhalten mit der Farbe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was war das? Spezialwaffe. Blop, blop, blop. So, da kriege ich das damit auf. Da kriege ich das damit. Na gut. Ist besser als gar nichts, ne? Okay, ich glaube, das hätte man besser machen können. Das war so. Das hat schon eingeschaltet. Mann, ich bin fast begeistert. Okay, wenn man Tinte hätte. Nein! Nun gut, wir versuchen es nochmal. Was haben wir hier? Ein Koffer. Ah, ein Helm, gut. Spezialwaffe. Ja, ich glaube, das wird diesmal echt ein langer Part. Aber wir haben auch viel Videos gesehen, also dementsprechend machen wir hier mal ein bisschen länger. So, ein alles Mögliche anvisieren. Und weg damit. Tut mir diese Octolinge auch schon leid, ne? Ist nicht überhaupt Octolinge? Ja, Octolinge. Ach, guck mal, da sind wir ja auch schon beim... beim Elektrowels. Und die sind immer noch so niedlich wie eh und je. Das sieht geil aus. Verdammt geil. Okay, man kann sogar diesmal noch was anderes farmen. Das finde ich richtig gut. So, denn, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Oder beides. Und dann sehen wir uns auch auf jeden Fall im nächsten Part bei Splatoon 2.